Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video in der Reihe Klettern und Knoten. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie verschiedene Knoten wie Palsteg oder Neuner gehen, ist das genau das Richtige für euch. Viel Spaß! Heute zeige ich euch den Achterknoten. Er wird zum Segeln oder Bergsteigen verwendet, da er eine sichere Schlaufe bildet. Beim Bergsteigen oder Klettern, zum Toprope oder Vorstieg. Der Name kommt von seiner Form, die aussieht wie eine 8. Es gibt zwei Arten, ihn zu machen, entweder ihn zu stecken oder zu legen. Zuerst ist das Stecken. Wir nehmen uns in etwa 1,20 Meter Seil. So, dann machen wir eine Schlaufe, gehen von hinten unter dem Seil durch und gehen von oben wieder durch die Schlaufe und wir haben eine 8. Dann nehmen wir uns das Seilende und gehen durch die Anseilschlaufe durch, am Klettergurt natürlich, und fahren parallel zu der vorher gelegten 8 mit dem Seil wieder zurück. So, jetzt haben wir hier die doppelte 8. Jetzt müssen wir es nur noch gut festziehen. Und wir haben den Achterknoten. Jetzt kommt der gelegte Achterknoten. Dazu nehmt ihr euch ungefähr eine, 50 bis 70 cm lange Schlaufe. Dann macht ihr auch wieder so ein Schlaufe oder ein Loch. Dann geht ihr wieder unten drunter her und von oben rein. Wie man sieht, haben wir jetzt die 8, wie wir sie am Ende hatten. Wir ziehen ihn fest. Schon haben wir ihn. Hier könnte man jetzt einen Karabiner reinmachen oder sonst irgendwas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Oder sogar ein Abo wäre grandios. Stopp.